Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Errungenschaftsfolge. Heute möchten wir uns mit der folgenden Errungenschaft auseinandersetzen. Und zwar ist das die Dame in der Zisterne. Das ist von der Diebesgilde. Unter Erkunden findet ihr das Ganze. Leider hat meine Khajiit hier schon drei Teile gefunden. Aber ich habe keinen anderen Char gehabt, mit dem ich das machen konnte, der diese Errungenschaft noch nicht abgeschlossen hat. Weil meines Erachtens nach könnt ihr das Ganze erst abschließen, wenn ihr die Diebesgilde durchgequestet habt. Wir sind hier auf Hefsfluch. Ich bin einfach hier zu dem Wegschrein von Abas Landung gereist. Und von dort aus zeige ich euch auch den direkten Weg, wie ihr zur Diebesgilde kommt. Den kennt ihr vermutlich selber auch schon, wenn ihr die Diebesgilde durchgequestet habt. Ansonsten, wer jetzt gucken möchte, wo ihr überhaupt diese Errungenschaft machen könnt. Hier unten ist ein Rohr, da schlüpfen wir einfach rein und dann sind wir direkt im Diebesnest. So, direkt wenn ihr reinkommt, rechts findet ihr die Dame in der Zisterne, Thrax Theory. Wenn ihr nun weiter nach links lauft, den Händler hier seht und dann nach oben geht, hier findet ihr Zairas Theory. In diesem feuchten Loch verrotten? Schmerzt mich, das zu sagen, aber ihr seid hier stets willkommen. Wenn ihr nun wieder runter geht, nun ja. Wenn ihr mal wieder Hals und hier auf dem Tisch schaut, da findet ihr Andaris Theory. Wenn ihr wieder ein Stückchen zurückgeht und hier hingeht, dann findet ihr Schleicht Leises Theorie. So. Wieder ein wenig drehen. Und hier zum linken Bett, dann findet ihr Quenz Theorie. Wenn ihr nun wieder zurück zum Eingang lauft, links abbiegt und dann hier rechts schaut, findet ihr Velsas Theorie. Und jetzt hätte ich fast noch eine vergessen. Ihr geht wieder zurück zum Eingangsbereich und dort findet hier vorne Silberkralles Theorie. Und damit erhaltet ihr die Errungenschaft, die Dame in der Zisterne. Ich hoffe, dass euch das Video weitergeholfen hat und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.